Könnte nämlich ganz einfach hier rausgehen und dann haben wir ein bisschen Problem. Haben wir El Problemo Grosso. El Problem Gigante. Da. Das machen wir mal eben weg, damit wir hier hochkommen. Provisorische Treppenaufgang. So. Oh, der allerechte Regen. Der gefällt. Auch da hatten wir mal wieder gerade eine Mega-Verzögerung, bis der Block wirklich gesessen hat. Ich baue das, glaube ich, hier erstmal sogar tatsächlich alles mit Erde dicht. Weil mir geht es einfach nur darum, das irgendwie abzudichten erstmal. Muss nicht schön sein. Der Raum da drin sieht ja auch noch nicht schön aus. Beziehungsweise ich weiß noch nicht mal, wofür ich den Raum hier verwenden möchte. Deswegen, also von da an könnte ich das eigentlich ganz gut erstmal alles mit Erde zukleistern. Einfach um hier ein Gewitter zu haben. Mir einfach um zu. Ja! Einfach um zu gucken, dass ich das dicht habe. Ob ich gerade die Fackeln in der Hand habe. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass der hier nicht ausreichend ausgeleuchtet sein wird. Deswegen werde ich hier einfach mal ein bisschen was nachhelfen. Ich glaube, wenn ich hier an jedem einzelnen hinten nochmal eine Fackel dran setze, sieht das zwar jetzt nicht unbedingt so geil aus, ein Stuhl mit einer Fackel hinten am Pop ist, aber wenn es denn hilft, dass hier keine Monster spawnen, ist es das doch irgendwie wert, oder? Wobei hier in der Mitte kann ich es zum Beispiel gar nicht machen. Ich hoffe dann, hier ist hell genug, ansonsten haben wir ein klitzekleines Problem. Das müsste man hier in der Mitte einfach so mit dem zweiten einfach so, zack, ab dafür. Ja, das sieht gar nicht so bescheuert aus. Dann machen wir hier hinten so. Das verbraucht halt jetzt mega viel Fackeln, ist aber auch erstmal prinzipiell legal. Weil darum geht es ja im Ganzen nicht. Es geht ja darum, hier einfach Licht zu schaffen. So. So, da kann noch einer dran. Dann stelle ich einfach mal hier in die Ecken auch noch eine, weil ich finde, die Ecken sind immer so ganz blöd auszuleuchten. Gut, hier brauche ich glaube ich nicht ausleuchten, das ist hell genug da mit dem Feuer. So, ich glaube, der Thronsaal dürfte jetzt weit genug ausgeleuchtet sein, dass hier keine Probleme entstehen dürften. Ist nur so eine blöde Vermutung. Ja, wobei, das macht, glaube ich, nicht so viel aus. Naja, das sieht nicht so aus, als ob das viel ausmachen würde. Ich habe bloß hier irgendwie noch das Gefühl, dass hier ein bisschen im Rauminneren, da wo der Schatten ist, ein bisschen zu wenig ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke schon. Das heißt, ich habe eine kleine Idee sogar tatsächlich für das ganze Problemchen. Habe ich noch irgendwo sowas wie gebrannten Stein? Nee, ne? Und wie habe ich die denn nochmal gemacht? Die glatten Steinplatten. Das ist, glaube ich, erstmal die Frage, wie man glatten Stein macht. Nicht, wie man die glatten Steinplatten macht. So, das gleiche dahin. Muss aber halt noch ein paar führen. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Zack, zack. Wunderschön. So, wenn ich das gleiche jetzt auf der anderen Seite mache, habe ich hier erstmal zwei Stützsäulen, die schon mal ganz imposant aussehen, wie ich finde. Und die Möglichkeit, da halt Fackeln hinzulegen. Ich brauche jetzt bloß irgendwie noch glatte Steine. Ich weiß nicht, wie ich die gemacht habe, bin ich ehrlich. Da haben die ein Stückchen überfragt. Der sieht hellgraue Wolle, ja gut.
Steinsehen. Was passiert, wenn ich hier jetzt sowas machen möchte? Ah ne, da passiert nicht so viel, ne? Habe ich noch gebrannten Stein irgendwo rumliegen? Nee, ne? Ich habe ja noch glatten Stein irgendwo da. Da ist noch. Polierten Andesit. Ja, ja, das ist alles schön, aber da habe ich noch glatten Stein. Das ist viel schöner. Ich glaube, den kann ich nämlich an der Steinsäge dann dementsprechend zu den halben zersägen. Bekomme ich zwar nur 4 wahrscheinlich raus. Ja, haben wir gedacht. Jetzt ist halt die Frage, wie man glatten Stein bastelt, ne? Und hier ist einfach nur ein bisschen Kohle drin. Huh. Grübel, grübel und studier. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe auch gerade nirgendwo gebrannten Stein, oder? Doch, da habe ich Stein. 2 Stück, super. Komme ich richtig weit mit. Gut, dass ich so viel aufgehoben habe. Ich weiß nicht, was ich machen sollte, wenn ich den jetzt nicht hätte. Da kann ich aber keinen glatten Stein rausbringen, gell? Die sehen auch nicht schlecht aus. Ne? Aber darum geht's nicht. Es geht um glatten Stein. Wie mache ich den? Wo kriege ich den her? Schleifstein. Nee, daran nicht. Wo habe ich den glatten Stein hergebastelt? Muss ich mir irgendwie anders behelfen, wenn ich es mir rausfinde. Hat doch irgendwo noch so eine andere Werkbank. Stand ich hier draußen? Hä? Bin ich doof? Ich bitte um keine ehrlichen Antworten. Der Kartentisch. Okay, gut. Das ist keine Werkbank zum Steine. Zum Steinewetzen oder sowas. Okay. Chardé, Chardé. Ich weiß es echt nicht mehr, wie man einen glatten Stein kriegt. Im Notfall brauche ich sowieso hier Stein. Was passiert, wenn ich hingehe, sowas mache? Nix, ne? Ne, haben wir fast gedacht. Ich glaube, ich muss den Stein tatsächlich erst brennen, bevor ich damit irgendwas erreichen kann. Kann das sein? Ja, ja, ja. Wenn der gebrannte Stein nichts bringt, ist es auch egal. Aber wir gehen jetzt erstmal schlafen und diesmal kann ich auch mit. Ihr trinkt nämlich jetzt auch was. Und dann ist auch das Gewitter gleich mal vorbei. So, gut. Lärmbelästigung ist vorbei. Habe ich Fackeln beiseite gepackt dafür? Ja, habe ich. Gut. Ich komme übrigens meiner Zahl an Wolle näher, die ich brauche. Ja, ist eine gute Frage, wie man jetzt Dingens kriegt. Wie man jetzt seine gute einen guten glatten Stein krieg. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir könnten mal eben ernten, solange der Stein da brennt. Durchbrennt. Durchbrennt wäre, glaube ich, passend zu sagen, ne? So. Ach genau, Wolle wollte ich nochmal wegpacken. Krass, bin ich schon bei 41 von 70. Sind nicht mehr viele, die wir brauchen, ne? Es sind nicht mehr viele, die wir brauchen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß halt echt nicht mehr, wie ich glatten Stein hingekriegt habe, ne? Egal, gebrannten Stein brauche ich so oder so noch. Ernten wollten wir. Ja, tut mir leid, ich bin echt ein bisschen sehr müde. Ich könnte, wenn ich das mal eben kurz hier fix fertig mache. Ich zwar auch nicht mehr viele Fackeln gleich, aber ist egal. Kann ich wenigstens davon gleich mal einen Screenshot machen?
finden. Dann mache ich davon mal so einen Screenshot. So, so mit den Öfen weg. Einstellen. Habe ich wenigstens für die zweite Folge auch schon mal einen Screenshot. Ja, ja, das ist egal. Zack, 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 zack. Und wieder ab in die Einstellung. Zack, zack, zack und zack. Und dann passt das. Dann können wir uns jetzt ums Ernten kümmern. Dann haben wir kurz ein bisschen Platz hier im Inventory. Oder in der Toolbar. Ups. Ich war es nicht. Ich schwöre. Habe ich irgendwo ein Feuerzeug rumliegen? Ein Feuerzeug habe ich wirklich nicht, ne? Egal. Ich habe ja genug. Genug Feuerstein und Eisen. Kann man sich ja ruhig mal den Luxus gönnen und Feuerzeug selber machen. Okay, es brennt wieder. Aber wir wollten eigentlich nichts mit dem Feuerzeug machen, wir wollten nämlich eigentlich hier ernten. Das ist viel wichtiger. So, so, weg. Und das da. So, zack, zack, zack. Zack. Zack, 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 zack. So. Dann machen wir hier weiter. Alles nachpflanzen hier. Das hat gut geklappt. Sah zwar erst nicht so aus, aber das hat auch gut geklappt. Ich hau mir jetzt gleich die Axt hier an den Kürbissen kaputt. Hab's ja vorgeahnt. War ja auch nicht mehr die beste. Aber das ist egal. Können wir gut eben zum Zeitvertreib machen, während da die Steine brennen, weil ich gerade echt nicht mehr weiß, wie ich hier einen glatten Stein basteln kann. Das überfragt mich gerade echt ein Stück weit. Wie peinlich. Egal. Werden wir herausfinden. Da bin ich mir ganz sicher. So. Bin sehr gespannt drauf, wenn wir demnächst die Monster anschalten. Ab Staffel 2. Mein Gott, ey, 200 Folgen Minecraft schon. Das ist schon ordentlich für den Anfang. Klar, es gibt Let's Player, die haben viel mehr, richtig. Aber ich finde schon, also ich war schon bei den ersten 100, dachte mir so, ja, das ist erstmal dreistellig, ne? In der Folgenzahl, das ist schon nicht schlecht. Aber jetzt halt auch mal mit einer 2 davor, ist schon nicht wenig. Die Sache ist, ich weiß nicht, wie gut die Switch die Performance bieten kann, die Minecraft braucht, beziehungsweise wie lange, wie groß ich in Minecraft werden kann, bis die Switch halt sich denkt, so, ey, ich schaff's nicht mehr. Ich pack's einfach nicht mehr. Und demnach bin ich sehr gespannt, ob wir auch die vierstellige Zahl mit dem Minecraft-Projekt erreichen oder ob wir vorher an eine Leistungsgrenze dran kommt von der Nintendo Switch, dass sie es einfach nicht mehr schafft ab einem gewissen Punkt. Ich wollte immer noch mal nachgesucht haben, was man mit giftigen Kartoffeln machen kann, ne? Na, habe ich immer noch nicht geschafft. Aber gut, darum geht's gerade nicht. Habe ich überhaupt welche geerntet? Nö, ich hatte jetzt eine komplette Ernte ohne giftige Kartoffeln. Auch nicht schlecht, oder? Sonst habe ich da immer ein, zwei bei.
So, Saatgut, zack, zack. Das war's, okay. Getreide. Rote Beete. Brot habe ich nicht geerntet. Eier habe ich gerade auch nicht. Kaktus müsste ich noch ernten, stimmt. Da erinnert mich das Spiel ja gerade dran. Kaktusfarm habe ich ja zum Glück mittlerweile auch. Kartoffeln müssten wir eigentlich nur noch alle durchbacken, aber das habe ich auch schon öfters mal gesagt und bisher noch nichts gemacht. Das sind mir persönlich einmal die liebsten. Den Kaktus habe ich oben. Brauche ich nicht hier unten. Habe ich hier unten voll? Ne, habe ich nicht. Habe ich hier noch ein bisschen mehr Kohle drin? Ne. Habe ich auch nicht. Zack, zack, zack. Und Zuckerrohr könnten wir mal ernten. Aua. So. Muss man ein bisschen vorsichtig sein beim... beim Kaktus ernten, weil wenn die Kakteen die anderen Kakteen berühren, dann kriegen wir nämlich ein Problem, weil dann gehen die nämlich auch kaputt, soweit ich das weiß. Ich muss ja sagen, meine richtig aktive Minecraft-Zeit ist ja schon so ein paar Tage her. aber soweit ich weiß, wenn so ein Block einen Kaktus berührt, ist der, glaube ich, finite. Ich ernte nochmal im Fix Zuckerrohr und dann gucke ich das gleich mal einfach nach. Ich teste es gleich einfach mal mit Erde, weil dann wäre das auch eigentlich ein super Müllschlucker. Die Kakteen, dass ich da einfach stumpf meine ganze Erde dran knall und ich die dann auch mal ein bisschen loswerde, weil eigentlich brauche ich so viel Erde nicht. Ich bin ja nicht so der große Terraformer. Das Thema hatte ich gerade noch vorhin in Animal Crossing, dass ich in Terraform, sowohl in... Also ich habe bei Terra... Also ganz ehrlich, Terraform ist in keinem Spiel für mich irgendwie eine Beschäftigung, wo ich mir denke, so geil, Alter, da habe ich richtig Bock drauf. In keinem Spiel. In wirklich gar keinem. Aber gut. Bei Animal Crossing habe ich zum Glück nicht so viel Terraforming betrieben. Und bin auch schon durch mit dem ganzen Thema für mich. Aber... ja, Minecraft wird das ein oder andere Mal definitiv noch vorkommen. Das wird sich nicht vermeiden lassen, leider. So. Moment mal, irgendwo hatten wir doch auch, genau. Packe ich die auch mal sofort da rein. Genau. Gehe mal eben kurz gucken mit der Erde, das möchte ich mal eben kurz wissen, ob das klappt. Ich meine aber schon, ich meine, wenn ein anderer Block die... ein Kaktus berührt, dann wird er dadurch vernichtet. Genauso auch die Kaktusblöcke, wenn man so einen Kaktus abgebaut hat. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Jo, das funktioniert. Wir können aber demnächst unsere ganze Erde, die wir nicht brauchen oder nicht haben wollen, einfach dagegen schmeißen. Aber jetzt legen wir uns erstmal schlafen und trinken was, Leute. Ihr natürlich auch da draußen. So. Dann können wir jetzt weitermachen. Ein paar Fackeln haben wir ja noch. Ich brauche mal kurz meine Schere, die ist wichtig. Das packe ich mal wieder dahin, das packe ich mal dahin. Ich brauche mal kurz meine Schere und holen wir nochmal neue Wolle. Dann werden wir nochmal ein paar Fackeln platzieren. Schwupp. 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 6. Dann sind wir bei 47 Wolle. Was ich gut finde. Es fehlt echt nicht mehr allzu viel, ne? Ah, ich glaube, dieses Let's Play kommen wir dann nicht mehr hin. Wir haben echt nicht mehr lange. Wir haben noch knapp 20 Minuten Aufnahmezeit. Plus 3 Minuten. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Dass das passt. Gut. Aber mit den paar Fackeln, die wir haben, können wir jetzt nochmal eben fix hier so ein bisschen im Turm und sowas beleuchten. Weil da sind ja auch ein paar Stellen, die noch beleuchtet werden müssen.
Können wir uns gleich noch darum kümmern, dass wir. Oder habe ich die alle schon. Habe ich die schon komplett ausgeleuchtet? Nee, oder? Hier der Raum wäre auch nochmal wichtig zu wissen, aber der scheint gut ausgeleuchtet zu sein. Habe ich alle Ecken ausgeleuchtet? Nein. Habe ich nicht. War mir schon klar, dass ich das nicht habe.